Die Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach lädt traditionellerweise am Palmsonntag zum Frühjahrskonzert. Heuer machte die Jugendkapelle mit einem ganz findigen Kerlchen den Auftakt. In seiner Hand eine Triangel. Mein Papa, der hat halt gesagt, dass das eine gute Idee war. Dann hat er es beim Kostümverleih geholt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mach's. Aber wie halt dann die Tür aufgegangen ist und gewartet habe, dass das Signal ist, war ich halt auch am Zittern und aufgeregt. Aber es ist alles gut gegangen, oder? Ja, alles. Auch die erwachsenen Musiker haben ihr unglaubliches Können präsentiert. Von symphonischer Blasmusik bis hin zu echten Hits. Das ist eigentlich genau unsere Stärke, die Vielfältigkeit der Blasmusik. Das ist auch grundsätzlich der Vorteil von der Blasmusik, dass man eigentlich alles spielen kann, aber es dann nicht alle Kapellen. Aber wir versuchen das einfach von Obertür, klassische Obertür bis zu alltägliche und ganz moderne Blasmusik. Bei diesem Frühjahrskonzert durfte man sich auf eine echte Premiere freuen. Der 14-jährige Matthias Achleitner hat erstmals ein Trompetensolo beim gemeinsamen Auftritt mit der Trachtenmusikkapelle gespielt. Er hat die Aufnahmeprüfung bei der Akademie für Begabtenförderung an der Anton-Bruckner-Universität geschafft und kommt somit ins Linzer Musiktheater. Natürlich ein Traum für ihn, weil dort gibt es lauter solche Freaks. Und er spielt ja Klavier auch schon seit 8 Jahren und komponiert mittlerweile. Er dirigiert in Lambach den Chor vom Realgymnasium. Das heißt, sobald es um Musik geht, kommt ein Strahlen in den Augen. Und was so schön ist, mit 14 zu wissen, was man werden will, also ich habe es nicht gewusst, da ist mir der Puffer raus. Als Lehrer empfindet man, dass der Matthias einfach ein riesengroßes Talent ist und dass sein musikalischer Weg vorgezeichnet ist, weil er einfach vielseitig unterwegs ist, also nicht nur super Trompeten spielt, sondern auch super Klavier spielt, komponiert, dirigiert, und von dem her mache ich mir um die musikalische Zukunft von Matthias überhaupt keine Sorgen. Im Stiftergymnasium, da werde ich dann auch im Rahmen der ABF dann studieren und da werde ich dann auf jeden Fall mal künstlerisch und pädagogisch das Fach Trompete absolvieren, dass ich dann schon mal da zwei Auswahlmöglichkeiten hätte, ob ich jetzt Trompetenprofessor, Musiklehrer oder Konzerttrompeter wäre. Wahrscheinlich werde ich auch dirigieren studieren, weil ich, wie schon gesagt worden ist, ich dirigiere ja auch schon in Schulchor von unserer Schule. Und ja, das Komponieren, das taugt mir eigentlich auch recht, das konnte ich dann als Hobby machen. Bei solchen Talenten braucht man sich auch um die Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach wirklich keine Sorgen machen. Daher wagen sich die Musiker auch an den Sound des Kings of Pop heran. Wer von diesem Sound nicht genug bekommen kann, hier noch ein Tipp. Am 11. Juni wird die Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach erneut zu hören sein. Erstmalig sogar im Linzer Musiktheater. Auch das wird eine Premiere, auf die man sich freuen darf.